Hallo und herzlich willkommen hier am LS22 im Singleplayer der Obertal. Ja, wir starten hier eine neue Aufnahme zum Heiligabend. Ne? Bei uns schneit es hier im Spiel. Leider in Realität schneit es bei mir nicht. Ne? Würde natürlich gut passen, aber hier im Spiel schneit es schon. Ne? Ja, Heiligabend, ruckzuck, wieder ein Jahr rum sozusagen. Ne? Und bevor wir heute jetzt hier loslegen mit der Arbeit, die reichlich, glaube ich, hier auf uns wartet, obwohl hier Schnee liegt, ne, und immer noch schneit, ne? Ja, heißt natürlich erstmal vielen, vielen Dank an alle, die hier immer regelmäßig reinschalten und auch an welche, die vielleicht bei dem einen oder anderen Projekt mitzuschalten, weil das kann nicht jeden alles interessieren, das ist mir vollkommen klar. Ne? Deshalb machen wir auch unterschiedliche Projekte und da freue ich mich auch, wenn natürlich immer wieder reingeschalten wird, vollkommen klar, natürlich auch über jeden, der hier meinen Kanal abonniert hat, vielen, vielen Dank und natürlich auch diejenigen, die hier auf dem Kanal ein Abo dagelassen haben, ich glaube, so heißt es gleich bei YouTube, ne? Bei Twitch ist es natürlich der Sub, da natürlich auch vielen, vielen Dank. Oder das Follow bei Twitch, da natürlich genauso vielen, vielen Dank. Ne? Ja, oder auch diejenigen, die mich natürlich über das Shines Partnerprogramm unterstützt haben. Das sind auch einige, ich habe auch gesehen, die letzten 14 Tage sind doch einige, die sich da wahrscheinlich noch zu Weihnachten in LS gekauft haben, so ungefähr. Weil waren doch welche dabei, die auch noch das komplette Spiel gekauft haben. Auch da vielen, vielen Dank. Ich sehe nicht, wer das ist, ich sehe nur, was es ist bei Giants. Bei G-Portal ist es so, da sehe ich nicht mal, wenn sich da jemand einen Server mietet, was es für ein Server ist, nur dass ein Server gemietet wurde. Da sind auch einige dabei, da auch vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Ne? Obwohl bei G-Portal ist es ja so, über den Partnerlink habt ihr ja auch noch was davon, da gibt es ja auch noch mal 10% dann Nachlass auf den Server. Obwohl es da, glaube ich, aktuell auch irgendwie Prozente gibt, wenn ich nicht ganz falsch bin. Ne? Gut, aber ja, wir müssen hier wieder loslegen, bevor wir doch noch ganz einschneiden. Ne? Ich habe mir auch überlegt, wahrscheinlich machen wir auch ein paar Minuten länger. Oder wir bleiben hier stehen und gucken den Schnee zu. Wäre auch nicht ganz verkehrt. So, das Bild, so Standbild, es schneit nur. Hätte ich also Weihnachtsmusik raussuchen müssen, oder? Ne? Und nicht die übliche Musik, auf sonst immer nehmen. Ne? Gut, ach, ihn müssten wir auch füttern, dass der auch was zu Weihnachten kriegt. Der kriegt natürlich keine Ente. Oh, Napp ist weg. Den können wir nicht füttern. Und nu? Wie kriegen wir das hin? Nach Gefühl hier. Es müsste was drin liegen im Napp. Und, kommt der her? Ja. Gut, er findet's, ne? Also, es muss funktionieren. Oh, es taucht oder ab im Schnee. Na, lass mal das mal lieber, ne? Ja, lichtreichlich Schnee, ne? Er ist auch wieder aufgetaucht oder immer noch da, ne? Eigentlich brauchen wir den Schnee hier nicht mehr, denn wir müssen weiter ansehen. Wir sind schon im März unterwegs, ne? Im Jahr 2. Er hat hier Nachschubdünger geholt, so wie es aussieht. Der muss ja am nächsten Wegpunkt weitermachen und ich glaube, da hätte man gar nicht einstellen müssen. Er hat das ja gemerkt, ja. Ja, das sah schon mal besser aus auf den Straßen, dass wir so einige Flecken wieder leer gefahren haben. Hier sieht man schon, ne? Wir haben jetzt ja kurz gestanden, wahrscheinlich so lange. Es ist wieder hier Schneedecke hinzugekommen, ne? Na ja, toll, ne? Da wird der LKW wieder kräftig rutschen, ne? So, er war eingestellt und sollte Natriumchlorid zweimal Richtung Verkauf fahren. Einmal hatten wir, glaube ich, selber in die... Oh, irgendwo hatten wir es hingefahren, glaube ich, selber. Das war, glaube ich, erledigt, genau. Das müsste erledigt gewesen sein. So, hier sehen wir noch mit unserer alten Sämaschine natürlich Zwiebeln an. Das machen wir auch weiter am nächsten Wegpunkt. Das Feld muss natürlich dann gewalzt werden, ja. Ich meine, das Ziel ist es ja aber, zwei Sämaschinen zu kaufen. Zwei, genau. Einmal die von Rolf, die Einzelkorn. Für die neuen DLC-Früchte aus dem Premium-DLC, ne. Also wir werden ja dort Karotten ansehen und ja, das machen wir schon in der neuen Sämaschine, sodass wir auch diese Dämme haben, ne. Ich hoffe mal, wir müssen auf der Karte hier, also das müsste ja dann das Premium-DLC mit sich bringen, dass wir dann dort nicht mal walzen müssen. Ne? Weil die Maschine hat keine eingebaute Walze, weil es eigentlich nicht erforderlich ist bei den Premium-Früchten. Ich hoffe mal, dass es nicht irgendwie durch die Karte übersteuert wird oder sowas. Ne? So, er holt Essig, um den am Hotel zu verkaufen. Ne? Weil wir müssten nur noch mal eins kurz machen. Wir müssten mal gucken, hier nicht, dass sich hier was geändert hat. Bezüglich
bezüglich der Verkaufspreise wenn wir Spiel neu gestartet haben, aber ich glaube das eigentlich nicht. Aber meine Güte, man weiß es nicht. Ne? Muss ich aber gucken. Ne, wir fahren noch zum Delfin Hotel. Ne? So, der Robert, der darf nicht raus, der Treasure auch nicht. So, er fährt hier immer noch an der Saline Speisesalz. Achso, er muss nicht mehr fünfmal fahren. War jetzt bei ihm hier. Achso, Essig. Wir haben ja auch schon eine Ladung Essig verkauft. Na halt, wir müssen erstmal gucken in der Produktion, wie viel da jetzt noch drin ist. Es ist ja das neue Fass, was er hat, genau. Gehen 52.000 rein. Essig. Wir haben noch 215.000, also viermal kann er noch fahren. Oder soll er noch fahren? Das stellen wir hier mal um, weil er war schon einmal sozusagen. Und er holt das Speisesalz ab. Und das muss auch nicht. Das sind noch 166.000 Liter drin. Das sind dann sozusagen nur noch. Ja, nicht mal mehr drei Touren, ne? Eigentlich nur noch zwei. War er dann schon dreimal? Auch mir aktuell irgendwo schon Speisesalz. So richtig schlimm, ne? Steht da nichts in der Liste, ne? Und wenn, dann wird Neues produziert, würde ich sagen, oder? Wir lassen ihn hier dreimal fahren, dann ist der letzte Rest auch mit weg. Bei Speisesalz ist ja aktuell im März, glaube ich. Genau. Im März sollte der höchste Preis sein, hier mit 515. Ne? Der Höchstpreis war mal 500, da sind wir eigentlich drüber. Das sieht so gar nicht so schlecht aus. Ne? So, gut. Er hat drauf... Nee, irgendwas ist da jetzt schief. Er hat doch Natriumchlorid drauf. Was hat er? Natriumchlorid. Habe ich ihn da gemacht? Ach, der sollte, genau, hier steht es doch. Der sollte mit dem Natriumchlorid die eine Ladung, genau, die sollte in die Spezialfutter. Und der andere war dreimal verkaufen, glaube ich, ne? Es war noch nicht abgeliefert, aber es war schon aus der Produktion rausgeholt. Genau so rum war es. So, dann müssten wir eigentlich hier die Helfer durchhaben, ne? Und er weiß nicht weiter hier, oder was? Zur Übergabe ist eigentlich an. Ne? Aber ich sehe auch keinen Button. Ui, ist ja kein Kurs drin. Okay. Wie kriegt man das jetzt raus? Wir sind ja an Feld 5. Wir sind ja an Feld 5. Ach, das haben wir noch gar nicht angefangen. Ich war mit den anderen Feldern nur fertig. Und konnte noch, glaube ich, von Feld 40 oder irgend sowas hier noch die eine Mission annehmen. Ne? Wir waren ja noch gar nicht fertig. Wir haben ja, glaube ich, auf Feld 5 noch keinen Kurs und müssen da generell noch einen generieren. Kann das sein? Ist das möglich? Ich glaube, das ist so. Da hat man, glaube ich, gesagt, wir schicken ihn nur hin. Ne? So, hier 42 Meter, ne, Feld 5 gab es nicht. Genau. Da braucht man sozusagen einen Kurs. Natürlich fangen wir hier dann natürlich am ersten Wegpunkt an. Warum erkennt er jetzt das Feld nicht? Weil ich. Was habe ich denn jetzt angeklickt, oder? Habe ich jetzt auf keinen Kurs geklickt? Ne, falsch, ne? Geht ja schon gut los hier zu Weihnachten, ne? Oder zum Heiligabend, ne? Weich. Vorgewende 104. Doch, das stimmt alles soweit. Dann sagt man hier mal erster Wegpunkt
und schicken ihn einfach los. Übergabe wäre ja eingeschalten, ne? Und den Kurs speichern wir natürlich. So, Kurs speichern. Feld 05. Meter. Zack, der nächste Kurs gespeichert. Ne? Werden einige Kurse noch hinzukommen jetzt, ne? Von der Liste, die so lang wie die war. Aber ich glaube, wir machen das nicht mit dem zweiten Türmersteuer, weil wir werden das hier schön Stück für Stück abarbeiten. Weil er hat ja natürlich reichlich was zu tun, aber wir müssen ja auch noch unsere Felder ansehen. Er muss zwar am nächsten Tag unsere Felder dann alle düngen, ne? Also es ist schon, ja. Meine, was wir natürlich machen könnten, was eventuell eine Option wäre, dass wir entsprechend, aber da bräuchten wir ein Fahrzeug dazu, also am Hof steht glaube ich keiner, also muss ich ja erstmal hinspringen. Oder hatten wir nur die eine? Achso, wir hatten ja bloß die Obsitzspritze, ne? Dass man eventuell mit flüssig nachdüngen würde, denn hier müsste Herbizid drin sein, oder? Herbizid 1800 Liter, genau. Ja, da ist... Ja, wir wollen eigentlich Sämaschine kaufen, ne? Nicht nur was anderes ausgeben hier. Wenn klar wäre, eine selbstfahrende Spritze vielleicht auch nicht ganz verkehrt, aber... Gucken wir mal. Nicht, dass wir auch noch erstmal noch irgendwelche, natürlich uns irgendwelche Fahrzeuge kaufen. Da sticht ein Stück Holz rum. Was kommt denn das her? Wo ist es jetzt hin? Geht nicht zu zersägen? Also... Durchschneiden will ich es nicht. Ich will es eigentlich rot haben, die Markierung, so dass ich es... So dass es gehackschnitzelt ist. Ne, geht nicht. Ne, bleibt's Deko. Ich habe schon überlegt, ob wir hier so ein bisschen was umbauen. Ich habe das so bei Jürgen und Rolf gesehen. Ich glaube, die haben die Halle hier weiter hinten stehen, ne? Bisschen hier am Berg weggenommen. Ist ja nicht das Problem. Dann kriegt man nämlich hier noch eine zweite Halle daneben. Ne? Ich glaube, die eine Laterne, ich weiß nicht, ob man die wegnehmen kann oder ob dann alle Laternen verschwinden. Ne? Das müsste ich erstmal noch ausprobieren. Das wäre nicht ganz verkehrt. Und vielleicht die hier noch. Und dann könnte man nämlich hier viel mehr Platz schaffen, um noch Fahrzeuge unterzustellen. Ne? Ach, das habe ich wieder nicht geguckt, welchen da wolle. Gut, das wird man aber eigentlich sehen, wenn wir hier gucken. Ne, das hatten wir ja schon geguckt. Es gibt keinen Kurs, der irgendwo eingefahren ist bezüglich einer Spinnerei oder einer... Aber bei den Produktionen, glaube ich, oder? Gibt es ja... Fabriken ist ja... Ist ja die Schreinerei für einen Holzloader. Also der Holzlader bringt die ja nochmal mit. Und die Schreinerei... Also in zwei verschiedenen Ausführungen. Das ist alles Premium. DLC. Ne, Platinum. Nicht Premium, Platinum. Premium ist das hier nochmal, Bäckerei. Irgendwo kam da auch nochmal Oberteil-Mods, oder? Bin ich da jetzt verkehrt? Ja, nee. Ach doch. Das ist die Fleischverarbeitung von der Oberteil. Ach und hier Oberteil-Mods, genau. Bäckerei, Spinnerei. Da könnten wir natürlich unsere Wolle weiterverarbeiten. Hoffentlich zu Stoff, ne?
Und die ist meines Erachtens nirgends auf der Map verbaut, ne? Kann das sein? Weil es sind zwar die Standardgebäude, aber die sind angepasst, sodass sie auch entsprechend Strom brauchen. Gibt noch mal eine Spinnerei. Auch Overtime Mod, 160.000. Tja, weiß ich jetzt nicht. Meine, das ist natürlich wieder. Wir haben schon wieder oben Geld dazu bekommen, ne? Aber ist natürlich so eine Sache, ne? Molkerei. Dann haben wir eine Schreinerei. Das sind, glaube ich, nochmal alle die, die verbaut sind dann, ne? Kann das sein? Pizza-Packer doch. Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Meine, ganz verkehrt wäre es ja nicht, die Wolle zu verarbeiten, ne? Auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir hier einiges an Wolle dazu bekommen haben, ne? Die hier so ein bisschen unkontrolliert rumsteht. Aber wir müssen das erst mit den Sämaschinen durchziehen, sonst wird das ja nichts. Weil für die erste wird es ja schon reichen, ne? Für die erste Sämaschine. Er hat sich Nachschub geholt hier. Leute, so wird das nichts hier, ne? Entweder wollte einer mit dem Zug fahren. Oder Schwarzfahrer hier unterwegs, oder was? Warum kann ich den jetzt nicht packen? Wenn natürlich jetzt der Zug kommt, das wäre ja noch der Super-GAU, ne? Da jetzt überhaupt was drin? Ne, leer. Der rutscht da ja auch ganz schön immer noch, ne? Naja, gut. Gut, wir müssen uns dann natürlich auch um unsere Mineral Düngerproduktion kümmern, ja, aber wie gesagt, das ist ja, ob sie dann steht oder jetzt steht, weil wir haben eh noch nicht genug dafür. Ne? So, wir gucken auch mal im Shop wegen den Sämaschinen. Einmal braucht man die ja dann, wenn der fertig ist, oben mit Kalken, dass wir Zuckerrüben ansehen können. Ne? Die andere mit die Einzelkorn von Rolf, die brauchen wir ja, um die Karotten anzusehen. Hier Einzelkorn-Sämaschine. Die war zwar nicht unbedingt geplant, aber es ist schon machbar, die Maschine mitzukaufen. Wir müssen da auch großartig nichts ändern. Design, Farbe und alles, das können wir alles hier so Standard lassen. Lediglich das Kennzeichen müssen wir ändern. Oh, hier haben wir schon, das ist wahrscheinlich hier schon neue Verordnung, ne? Hier, dass jetzt die Anbaugeräte auch Kennzeichen brauchen wahrscheinlich hier, ne? Ich glaube, das ist schon immer so, dass da ein Kennzeichen dran ist. Die 122, ne, wird es dann, würde ich sagen. So, die werden wir uns einmal kaufen. Kapazität können wir nichts einstellen. Wir kriegen 3700 Liter rein. Das ist ein bisschen Dünger und ein bisschen Saatgut. Wobei eben die Maschine für diese drei Premium-DLC-Früchte relativ wenig Saatgut braucht, ne. Kaufen wir mal 89.500. So, und dann brauchen wir eigentlich noch die Amazone, und zwar die von Sebastian, die ist hier oben. Da müssen wir noch mal 200 und ja, ein bisschen mehr noch einplanen, ne? Denn wir wollen auf jeden Fall mit Walze. Wir machen hier ein
einen anderen Reifen drauf. Logos brauchen wir nicht. Kapazität, ja, 1600, 5000 ist ein bisschen wenig. Wir werden die 15.000 investieren. Nächste ist dann 30.000. Das müssen wir nicht. Aber die 15.000 investieren wir. In 5.000 und 15.000. Ja. So, und Farbe müssen wir nichts ändern. Ein Kennzeichen wird dann natürlich die 23. Okay, kostet der Spaß 223.000. 320 haben wir noch auf dem Konto gehabt. Jetzt sind es bloß noch 97.000. Also Ziel, Seemaschine, ist schon erfüllt. Ne? Und es kommt gleich wieder Geld zurück. Lohndienstleistung auf Feld 5 auch schon zu 60% wieder abgeschlossen. Das ist gut. Ich sehe zwar oben schon ein Sonnensymbol, ne? Aber so richtig traue ich den Wetterbericht hier noch nicht. 13 Uhr. Mal gucken, ob dann hier die weiße Pracht wegtaut. So, er muss auch immer noch zweimal fahren. Oder noch einmal mindestens, glaube ich, ne? So, hier 34.000 knapp. Alles verkaufen West. Das haben wir natürlich überhaupt nicht geguckt. Speisesalz. Ach, wir hätten schon zu alles verkaufen Mitte fahren müssen. Das ist so schnell geht das mit den Preisen, dass sie sich ja ändern. Ne? Ich weiß, ich könnte auch in Autodrive einstellen, dass ich zum besten Preis fahre. Aber er setzt mir dann leider immer wieder einen Wegpunkt dorthin. Ne? Ich weiß auch nicht, warum das gemacht wird. Was ist denn das? Ach so, das sollte ja hierher. Der sollte ja hierher. Wir wollten ja hier abkippen, ne? So, wie weit gucken wir mal über Precision Farming? Wie weit ist der jetzt hier oben schon auf dem Feld mit dem Kalk? Man hat schon gut was geschafft. Also wir könnten schon mit der Seemaschine hier hoch und Zuckerrüben ansehen. Ne? So, da schicken wir ihn ja mal zum Hof. Oder wir fahren eigentlich selber. Jetzt gucken wir, ob müssen wir durch die Fahrzeuge. Sparen wir ein bisschen Helferkosten. Ne? Beziehungsweise, ja, ne, die Raffinerie kann auch noch warten. Weil jetzt die paar Liter Sonnenblumen mit dem Zug fahren, die wir noch haben, naja, auch nicht wirklich, würde ich sagen, oder? Und wir fahren schon die Straße blank hier, also es wird schon wahrscheinlich etwas wärmer, obwohl es noch minus 2 Grad, ne? Laut Anzeige jedenfalls. Ja, wir könnten zwar mal hier den Finger aus dem Fenster halten, aber leider, ja. Weiß ich es dann auch nicht so genau. Weil auch was wir mit ihnen machen könnten. Oder meine, das hat alles jetzt, meine, klar, das haben wir oben die Bedürfnisse stehen. Die sind jetzt nicht so extremst dringlich, weil wir eigentlich noch genug zu tun haben an diesem Ingame-Tag mit Ansehen. Und auch schon hier Richtung fast, also 10.30 Uhr ist es ja gleich.
halt auch schon ein bisschen Tag rumgekriegt haben, ne? Noch viel vor uns haben. Dann würde ich sagen, wir schicken ihnen trotzdem erstmal den Hänger, stellen wir ab und dann fahren wir zum Shop und holen uns die große Sämaschine. Und fangen schon mal an, Zuckerrüben anzusehen. So, 79.000, das hört sich an wie Essig, ne? Das ist schon wieder, das sieht schon wieder ein bisschen beruhigender aus auf dem Konto, ne? So, fürs Erste. Weil wir nicht in die Mitte stellen, hier muss noch einer nehmen. Tja, das kann jetzt nochmal, was kann das gewesen sein? Ja, Natriumchlorid eigentlich, oder? Irgendwas fertig. Ja gut, das ist dann der Natriumchloridverkäufer gewesen, der sollte ja zweimal fahren. Da können wir den dann zum Beispiel nehmen, dass der noch ein bisschen was verteilt, ne? Da schicken wir ihn hier mal, da schicken wir ihn hier mal zum Shop. Da schicken wir ihn mal hin. Abholen. Und dann werden wir uns nämlich den hier mal schnappen. Und schicken den auch zurück Richtung Hof. Könnt dann so ein paar Schüttgüter Sachen ja noch erledigen, ne? Das kriegt man dann schon recht gut hin. So, und zwar fährt er mal zum Fermentor. Oh, er wird auch fertig hier. Ist gut. Achso, nicht aussteigen, Holger. So, wie viel Prozent hat er? Hat hier vorhin auch schon mal über 80, also 80 angezeigt. Gut, 86. Ja gut, muss er schon noch eine Bahn machen. Oder über 2 würde ich mich jetzt auch nicht wundern. Okay. Ja, theoretisch wäre jetzt die Folge rum, ne? Aber ich hatte ich das vorhin gesagt? Hatte ich das nicht gedacht? Ne, wir machen heute schon. Und dessen das Heiligabend ist, machen ein bisschen länger und ich denke mal auch die morgige Folge könnten wir auch ein bisschen länger machen. Ersten Feiertag und zweiten Feiertag. Ich denke mal, es ist nicht so schlimm, wenn wir ein bisschen länger machen, was weiß ich, eine Dreiviertelstunde oder so insgesamt. Mal gucken.
So, können wir erstmal gleich hier zack rausnehmen. Dann werden wir hier das Gerät gleich mal anhängen. Ja, da rutscht ganz schön hier. Ne? Ja. Nicht, dass der kein Profil mehr hat hier auf den Terra-Track-Bändern. So, neue Seemaschine hier, ja. Oh, wir fahren ja auch schon schöne schwarze Spuren. Also es wird besser wahrscheinlich. Also Grip wird wieder besser. Fährt hier überhaupt noch der Zug oder ist der schon liegen geblieben, eingeschneit, ne? Oder leiern die irgendwo durch? Kommen die irgendwo nicht weiter? Mal gucken. Und die irgendwo sieht nicht, dass der irgendwo hier auf der Karte hängt. Der umfährt einer, theoretisch geht's, ne? Oder? Der andere fährt da drüben, wo ist der dritte? Den sehe ich nicht. Aber ich sehe, dass hier eine Kurve kommt, ne? Arbeit beendet. Das wird die Seemaschine sein, ne? Der andere ist schon da am Fermentor. Lohndienstleistung ist auch abgeschlossen. Das ist natürlich noch viel besser. Sowas zu lesen. Wir machen natürlich voll, ne? Wir nehmen auch Mineraldünger mit. Wir werden auch die Düngerfunktion abschalten wieder dann. Ja, das ist... Wir wollen eigentlich hinterher düngen. So, und Saatgut muss rein und Zuckerrüben müssen eingestellt werden. Zuckerrohr. Zuckerrohr könnte man wahrscheinlich auch machen, ne? Zuckerrüben, hier ist es. Dann können wir ihn mal hochschicken zu Feld. Er braucht schon der Kalk oder was hier? Ja, es sieht ganz so aus, ne? Können sie dann gemeinsam da hochfahren hier zu Feld 6. Ach so, da blockieren wir natürlich ihn. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Moment, müssen wir mal was anderes machen.
Also wir suchen schon mal raus, Feld 6. Das wird noch was verkauft, ne? Sieht richtig gut aus. Wir haben schon 270.000, obwohl wir zwei neue Sämaschinen haben, ne? So, da kannst du ihn hinterherfahren hier. Da könnt ihr Lichter anschalten, könnt ihr sonst hier im Konvoi fahren, ne? So, wir gucken aber hier hin. Hier, den können wir rausnehmen. Denn Mission ist erfüllt. Wir fahren weiter von 5 zur 9. Oder machen wir erst die 22 da unten. Ne, wir fahren zur 9. Wir fahren gleich selber zur 9. Weil sonst fährt er erst noch Mineraldünger holen. Meine, klar, muss er vielleicht dann trotzdem welchen holen, aber wir fahren ihn gleich mal selber rüber. Meine Grundstücke ließen sich schon finden, wo wir vielleicht auch noch eine andere Produktion hinstellen könnte. Meine Straße lässt sich hier so schlecht finden. Zum Beispiel das hier. Das gehört ja, glaube ich, oben zu dem anderen Hof mit dazu, ne? Da wird man schon ein Plätzchen finden, das wäre nicht ganz das Problem. Gehen ja schon Spuren im Schnee. Und noch eine Ladung. Essig kam dazu und ja, eine geht, glaube ich, noch. Das sieht gut aus. Also ich denke mal schon, dass wir dann vielleicht sogar noch ein Feld leisten können. Vielleicht nicht sofort, aber schauen wir mal, ne? Ob die Kasse weiter klingelt. Also Moment, was gucken. Ne, Feld 9. Wir sind doch schon vorbeigedonnert, Holger. Wir hätten doch hier oben schon hingekonnt, Feld 9. Aber ist das der richtige Halt? Ist das der richtige Anfahrpunkt hier oben? Das ist Feld 9 Nord, ne? Ach, Ballen Nord und das ist. Feld 9 ist nur hier unten, ne? Ne, da haben wir ja den Kurs speichern, da fahren wir unten hin. Da fahren wir unten hin. Würde man jetzt bloß temporären Kurs machen, da wäre es mir eigentlich egal. So, zack. Und das immer.
Der Kurs kommt natürlich raus. Einfach hier einmal generieren. Können wir so gelten lassen. Erster Wegpunkt. Wir müssen natürlich hier Feld 9 einstellen. Ganz wichtig. Übergabe einschalten, weil er wird Dünger holen müssen. Gehe ich mal davon aus. Und hier schicken wir ihn schon mal los. Na? Und hier sagt man ganz einfach. Oder haben wir jetzt etwa schon Feld 9 gehabt? Nee, hä? 5 und dann 24 kann ich darunter noch lesen, ne? Feld 09. So, er ist versorgt. Er hier nicht. Er ist der, der fertig war. Der fährt hoch zum... Ja, doch schon. Er fährt schon zur Werkstatt, oder? Das können wir ruhig machen. Dass wir das Ganze im reparierten Zustand abstellen. Er wird sich dann am besten die Walze holen. Gleich wird er runterkommen, ne? So, hier kommt der Konvoi-Brick. Kennen wir nicht die Situation irgendwo her? Oh, er hat keine volle Tour mehr. Na gut, egal. Soll das trotzdem noch verkaufen fahren. So, ihn hier können wir rausnehmen. Er muss natürlich aber auch richtig eingestellt werden. Feld 6. Und natürlich am Hof muss er Nachschub holen an der Saatgutlagerabholung. So, und er braucht jetzt natürlich auch vernünftigerweise einen Kurs. Wir brauchen 3 Vorgewände, machen wir. Wir fangen auf dem Vorgewände an. Wir machen weich. Wir machen 15%. 0,4 lassen wir und das war's. Dann sollte er hoffentlich hier oben anfangen. Schade, macht er nicht. Warum nicht? Weil ich Vorgewände gesagt habe. Ja, ich wollte doch eigentlich auf dem Bahn anfangen. Ich habe wirklich Vorgewände gesagt, ja. Ich habe auch Vorgewände eingestellt, so wie es ja aussieht, ne. Wenn wir auf dem Bahn beginnen, beginnt er unten. Warum denn das? Das ist natürlich schade. Ich dachte, er beginnt eigentlich da oben. Das war so mein Plan. Ja, noch ein Stück vorfahren hier. Wir müssen ja, ob wir es da besser gelöst kriegen. Startrichtung automatisch, ne? Der will hartnäckig unten anfangen. Das fällt natürlich nicht. Wenn ich sage längste Kante, wo fängt er dann an? Längste Kante ist manchmal immer auch so tödlich, ne? Ui. Und er hat er schon gerechnet, okay. Ja, Startrichtung manuell. Was muss ich das dann machen? Weiß ich noch nicht. Er ist ja noch schlechter. Schade, weil ich dachte, wir könnten jetzt schon hier beginnen, aber nur was anderes mal was gucken.
Ich dachte, wenn ich ihn hier weiter hochfahre, dass er oben das dann wählt. Denn ich muss wirklich warten, bis eben der Kalkstreuer fertig ist. Das ist natürlich nicht schön. Gehen wir kurz raus nochmal. Automatisch ist wieder drin. Naja, fängt hartnäckig unten an. Warum fängt er unten an? Ach, warum machen wir noch gegen Uhrzeigersinn? Im Uhrzeigersinn, Holger. Oh, wie oft steht es jetzt schon drunter in dem Video? Ich hoffe mal nicht allzu oft, ne? Gut, ja. Wir werden ihn am ersten Wegpunkt losschicken. Und vielleicht fahre ich jetzt auch nochmal zurück und generiere den Kurs unten an der Ausfahrt, ne? Oder ist hier auch eine Ausfahrt? Denn er bleibt ja dann hier irgendwo stehen. Ah, hier geht's auch raus. Ne, da fahren wir hier bloß ein Stück zurück. Weil das ist ja dann egal, wo der Kurs aufhört. Dann generiere ich den nochmal kurz neu. Und ja, wir haben hier schon eine Dreiviertelstunde voll. Viel länger machen wir dann aber heute wirklich auch nicht. Ne? Allen natürlich dann noch einen schönen Heiligabend. Schöne Bescherung. Ne? Ich hoffe, es kriegt ihr dann ein Geschenk oder vielleicht hat es schon. Ne? Und ja, morgen dann zum ersten Weihnachtsfeiertag machen wir da wie immer 16 Uhr hier weiter. Bis dahin und tschüss.